Mission 3 beauftragt uns erneut mit der Besiedlung einer neuen Insel, aber dieses Mal müssen wir wenigstens nicht die komplette Karte einnehmen. Unser Ziel ist der Bau eines neuen Hafens auf der anderen Seite der Insel, hinter diesem Römerstützpunkt. Der Stützpunkt muss ebenfalls zerstört werden, ist aber vollständig von Schnee umgeben. Wir können uns ihm also zu einem Zeitpunkt unserer Wahl stellen. Und das ist auch besser so, da er mit 118% Kampfkraft startet. Aber das ist eine schöne Mauer aus Türmen. Es wäre ein Jammer, wenn ein paar Axtkrieger sie einreißen würden. Es gibt nur eine richtige Bergkette auf dieser Karte und in ihr sind Stein, Kohle, Eisen und Gold wild verteilt. Aber wenigstens ist kein Nutzlosium dabei. Eine kleine Falle stellt uns das Spiel aber schon. Wenn wir einen Dieb oder einen Gründungskarren in das Gebiet schicken, in dem der Hafen gebaut werden soll, wird ein etwas schlampig geschriebener Trigger aktiviert, der den Schnee schmilzt und den Römern einen Angriffsbefehl gibt. Pioniere und alle anderen Einheiten sind aber völlig in Ordnung. Da wir nicht angegriffen werden können, bis wir den Schnee geschmolzen haben, können wir ziemlich entspannt aufbauen. Beachtet aber, dass wir nur mit 5 Äxten, 2 Sägen und nur einer Spitzhacke starten. Unsere beiden Bergmänner müssen also in Kohle- und Eisenminen gehen, damit wir die fehlenden Werkzeuge nachproduzieren können. In dieser Zeit wird der Römerstützpunkt jedoch weiter Soldaten produzieren, bei mir waren das am Ende über 800. Mit ein bisschen Trickserei stellt das aber trotzdem kein Problem dar, denn die Römer werden auch nachdem der Schnee geschmolzen wurde nicht aggressiv. Also könnt ihr einfach ein paar Diebe an eine der vielen Stellen, an denen die römischen Grenzen über den Schneeragen platzieren, und mit Bogenschützen den von euch geschaffenen Durchgang blockieren. Auf diese Weise konnte ich alle feindlichen Schwertkämpfer und damit die Hälfte der feindlichen Armee vernichten, ohne selbst Verluste hinnehmen zu müssen. Sobald die feindliche Siedlung zerstört und der Hafen gebaut ist, kann die Reise weitergehen.